So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute ganz besondere Folge, denn wir befinden uns in der Küche. Wir haben den Schlafanzug an, das heißt, das ist immer noch in der Quarantäne. Hat ja auch erst begonnen, ne? Also die Corona Edition oder wie man das nennen soll. Heute Abend auch die Raid-Stunde, die letzte Raid-Stunde mit Giratina. Mir fehlen immer noch ein paar XL-Bonbons, deswegen bin ich mal gespannt, wer heute Abend einlädt, wer wieder Raid-Mania-Punkte mitnimmt. Wer diesen Monat, gerade im Halloween-Monat, Platz 1 der Raid-Mania-Liste wird. Und ob ich meinen XL-Bonbons zusammen kriege, aber das eigentlich relativ sicher. Ich habe es in letzter Zeit nämlich jetzt sehr, sehr ruhig angehen lassen, nachdem in der ersten Woche schon so richtig fett was passiert ist, habe ich gedacht, kannst du gemütlich auf die nächste Raid-Stunde warten. Und da kriegst du dann deine restlichen Bonbons. Muss dir nicht mehr machen als nötig. Darkrai kommt ja auch noch und will bespaßt werden. Wir fangen jetzt aber an mit den Highlights der Woche. Ich hoffe, ihr habt euch natürlich für heute Abend vorbereitet und schon mal, falls ihr keine Mitspieler habt, seid in die Raid-Gruppe gegangen. Oder wenn ihr ansonsten Hilfe braucht, seid in die Raid-Gruppe gegangen oder habt euch mal mit ein paar Leuten kurz geschlossen, dass ihr heute Abend nicht wieder alleine dasteht und die ganze Zeit alles voll spammt. Aber ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Oder auch nicht. Das war's jetzt. Und deswegen jetzt die Highlights der... Ah, die Schatz. Die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Max mit einem 100% erlösten Pinsir. Muss man das erlösen? Kann man jetzt die Mega-Entwicklung machen? Ja, wahrscheinlich. Ansonsten, ja, Pinsir trotzdem ein guter Käferangreifer. Hätte man mit fetten IV auch so lassen können. Aber kannst du nicht Mega entwickeln. Mega-Pinsir wahrscheinlich vielleicht auch dann irgendwie interessanter. Bierbane hier, zweimal Shiny Giratina, obwohl wir nur eins sehen. Bockwurst-King, wieder was Neues für die Sammlung. Hier ein Litomyph-Shiny mitgenommen. Henry Niki, das nächste Shiny ist da, von Sabrina spielt. Da muss ich mal ganz kurz... So, da bin ich wieder da. Und dann haben wir hier Bierbane. 100% Kirlia mitgenommen, wieso nicht, ne? 13.10. auch ein Grund. Dann hat er uns gezeigt, ein Flurmel wurde gefangen und ein Ditto wurde auch gefangen. Alles in Shiny natürlich. Hat noch ein Geschenk erhalten am Pokestop. Das ist das Highlight der Woche wahrscheinlich. Jetzt neu, die Ultra-Nana-Bäre, ne? Bei Bobserob. So ein Bild habe ich bestimmt auch 3 oder 4 Mal bekommen, habe ich aber nicht alle mit reingenommen. Reicht ja, wenn man es einmal sieht. Manche haben auch gefragt, hä, gibt's neue Bären? Nein, es gibt keine neuen Bären. Das ist einfach nur ein Anzeigefehler, wie es ja schon so oft vorkam bei Pokémon Go, eurer Lieblings-App. Genau. Das war einer. Ich komme gleich runter. Dankeschön, Ramon. Henry Niki, 100er Giratina. Sarina, Glücksfreund, ich war's nicht. Shenaya, danke Ramon. Shiny Giratina, Drachek, danke ebenfalls. Ramses, Shiny Giratina, mitgenommen. Sehr schön. Aluhut, 100er Giratina. Henry Niki aus der Forschung bekommen. So ein Senf-Fleckmon mit Senfpfütze auf dem Kopf, auch 100%. Auch feine Sache. Dann habe ich mit Julchen im Safari-Zone-Livestream unseren Lucky Trade gemacht und sie hat einen Quiegel Shiny bekommen als Lucky, hat das entwickelt. Einmal wird das jetzt als Keifel so lassen, weil der Heuhaufen passt einfach am besten dazu, hat einfach die beste Farbe, sieht einfach genial aus. Julchen ebenfalls, war dann noch erfolgreich bei der Safari-Zone, noch ein Safari-Pikachu mitgenommen und anschließend auch noch ein Halloween-Pikachu hinterher. Bobamo, Adisha. Ihr lauft doch weiter. Ihr lauft doch. Ihr lauft doch. In Zeitlupe. Kratsch, kratsch, kratsch. Gerade läuft es aber mit den Shinies sogar so ein seltenes. Vielleicht ja was für Raider Mittwoch. Natürlich Riolu immer gut und immer schön Riolu brüten. Schön XL-Bonbons gleich mitnehmen oder ein 100er oder irgendwas. Shiny auch. Richtig nette Farbe. Skandalpara, das erste, hoffentlich nicht das letzte, Shiny Weberak und dann zack, das zweite hinterher, hat auch also die Familie jetzt voll. Ich muss meins noch entwickeln, Bobserob, 100er Drift Zeppli, K-Joker, Shiny Giratina, Pfeffi, Shiny Traumado, Sabrina Spiel, This is what happens,
Venue Transfer, Pokémon, Tuse Professor, ja. Wollt schon immer wissen, was aus den Pokémon passiert, die ihr an den Professor schickt. Ja, der macht da so Eis draus. Habt ihr diese Eissorte auch schon mal gesehen? Eissorte Pikachu? Dieses Bild habe ich auch von mehreren Leuten bekommen, aber Sabrina war die Erste, die das weitergeleitet hat. Ja. Bockwurst King, Weberack, Shiny, Gangster Pikachu. Wildes Letterking, ihr wisst, doppelte Bonbons beim Event. Gelbe Beere genommen, zack, 40 Bonbons für den Fang bekommen. Ist bei jeder dritten Entwicklung natürlich so. Wenn ihr jetzt irgendwo ein Glurak rumhängt, würde ich auch immer versuchen mit gelber Beere, auch wenn das schwer zu fangen ist und es vielleicht flieht, macht es einfach Spaß, die mit gelber Beere zu fangen und dann die fetten Bonbons zu bekommen. Gerade gefangen, Henry Niki mit dem Shiny Traumado, Familie zusammen, hat also jetzt auch beides in der Tasche. Jewel, 100% Galamakabaya. Was sieht das denn her? Auf jeden Fall aus Bielefeld. Also ich meine nicht woher vom Ort, aber okay. Basti WTF ist ein Kollege. Grüße an Blutbenis88. Drei Shiny Makabaya an einem Tag plus zwei Traunfugil plus Nebula plus Flecknoir plus Goppel. Die Makabaya sind auf jeden Fall heftig. Die haben eine Shiny-Rate von 1 zu 450. Die sind nicht geboostet. Manche suchen da zwei Wochen lang und finden nicht mal eins. Gebt ihr gleich drei an einem Tag. Fette Sache, oder? Übrigens, den Popel, den habe ich heute nicht dabei. Der ist noch in der Reinigung. Basti, schon als 100er abgespeichert, kann sich hier ein 100% hier die Ursache basteln bzw. erlösen. Dann bin ich mit dem Gabriel Glücksfreund geworden. Obwohl ich schon lange nichts mehr von Gabriel gehört habe, habe ihm dann auch mal angeschrieben, mal gucken, ob er sich meldet und ob da alles gut ist. Aber er muss ja spielen, aber irgendwie ist er nicht mehr so erreichbar, wie er mal war, du. Kenny, 100% Giratina mitgenommen, auch hier. Jewel, noch ein Shiny Flecknoil hinterher. Mit Humpen Glücksfreund geworden, mit beiden muss ich noch tauschen. Sabrina spielt Glücksfreund geworden. Wollte gleich das Safari-Pikachu auf die Mütze haben, hat sie bekommen. Ist ein 96er geworden, glaube ich. Heige hier, Shiny Weberak, endlich auch ein Sören. Der flatterte gerade an meinem Homespot umher. Ein 100er Zubat, wodurch er jetzt auch die Familie komplett hat. So zum Feierabend kommt man heim, sitzt beim Zahnarzt gegenüber. Ein nettes Spindchen, 100er Weberak, auch noch mitgenommen. Einfacher Tausch, Sören 100%. Ja, Weberak. 100% Shiny. 100% Glücksnebulak, meine ich. Ja, das ist die Kochonis, macht einen total wirre im Kopf, ihr wisst Bescheid. Einfacher Tausch, es lohnt sich also doch immer öfters mal so ein bisschen Sachen hin und her zu tauschen. Da können immer coole Dinge dabei sein. Zeigt uns nachher auch Koselinchen. Was gar nicht Koselinchen war, glaube ich. Zeige ich euch nachher auf jeden Fall. Marvin Beklopptus, auch 100% Wichtel. Raid, Ei, Wild, Forschung, da weiß ich wieder nicht Bescheid. Zellal, Shiny Kryptosamurzel mitgenommen, Shiny Giratina, 100er Zwirlich, getauscht durch Jason aus Elm, ja, und dann 100er Otaro, getauscht, Dex aus Elm, Selm, nicht Elm, Selm. Ihr seht, das sind keine Lucky Trades, die sind nicht, abonnet oder cheated oder gemacht, die sind einfach. Nein, die sind einfach getauscht. Der tauscht einfach. Gani, was ist denn? Das ist doch kein Platz. Und aus einem ganz normalen Trade kann trotzdem immer ein 100%iges Pokémon entstehen. Ich habe so auch schon 100% Legendäre bekommen. Oder halt andere, wie Kenny tauscht ja auch oft. Zellal hier auch 100er Traunfugil. Zellal, das Bild finde ich auch richtig klasse. Wenn ich alleine bin und wenn ich unter Menschen bin, guckt man einfach komplett anders, ist man ganz anders drauf. Man wirkt einfach immer, als wäre man übelst gestört. Wenn man alleine ist, wirkt man noch gestörter, aber man dann grinst wie so ein Affe die ganze Zeit. Der Adi ist im Urwald, guck. Urwald gefunden. Adi, brauchst du Hilfe dabei? Suchst du? Nein, man sucht dann nicht. Gut. Finde ich aber cool, das Bild. Ganz egal, 100er Pandimos. Hier, 100er Glücks Zwirlicht
100% ja Shiny Traumado mitgenommen. Dann die Simpsons, die sagen immer die Zukunft voraus. Auch hier stimmt eure Zukunft schon mal vorausgesagt. Der Geldbeutel wird leer sein. Ha, wird das auf die Schippe genommen. Das fand ich auch lustig. Da musste ich komischerweise auch wieder an Thomas denken. Ich glaube, das ist genau Thomas sein Humor. Darf man hier Bier trinken? Das ist eine Bibliothek. Also leise aufmachen, ja? Sehr genial. Isok hier, 100er Pikachu, 100er Nebulak. Passend zu Giratina direkt auf 50 gepusht und eine Elite TM für Schlecker Basti hier mit einem 100% 50er Gengar als Konter. Ja? Kannst du den auch noch? Nee, kannst du nicht, ist andersrum. Darkrai hat ja wieder, da kommen ja dann die Klopper zum Einsatz. Und noch ein 100er Taubos getauscht bekommen. Musste natürlich auch direkt auf 50. Jetzt noch bester Kumpel und bam. Du hast mich mit den Megas angefixt. Dabei habe ich auch gar nichts gemacht, ne? Nehmen wir einfach so mit. Sarina trifft Zeppligabs aus Forschung, nicht aus Raid. Hat hier aber erstmal eine Shiny Miltank-Kuh. Ein Shiny Weberak und hier das trifft Zeppli aus der Forschung, nicht aus dem Raid. Koselinchen mit einem 100er Skungapur, mit drei Shiny Giratina, mit zwei... Also mit einem Shiny Pinsir und mit einem Shiny Krypto Pinsir. Shiny Weberak, Shiny Pikachu, Shiny Schuppet, ja, Shiny Flecknoil, aber bei Shenaya, ebenso wie Weberak, Traumato, Drift Zeppli Shiny, eigentlich wollte sie am Dienstag unbedingt mitmachen und auf Drift Zeppli Jagd gehen, jetzt hat sie aber vorher schon das Shiny bekommen, sieht meiner Meinung nach einfach richtig genial aus, das Shiny so an sich mit diesem Hut. Das sieht auch einfach mega stylisch aus, finde ich richtig cool. Und das so in einem Fangbildschirm zu haben, sieht nochmal ganz, sieht nochmal besser aus, würde ich sagen. Aluhut hier nochmal 100% Giratina, auch hier Shiny trifft Zeppli. Der Löwe aus dem Urwald kehrt zurück. Valentin Aumeier, der hat hier ein 100% Shiny Giratina. Sowas müsste doch eigentlich der Schocker der Woche sein. Aber ich habe einen anderen für euch. Trotzdem richtig fette Sache. Grüße gehen raus an den Valentin. Dann hier der Pyrodampfer. Endlich mal wieder ein 100%. 100er Krüppuck mit 888. Och Mann, schnell, lauf doch vorbei. Es ist heute reger Verkehr hier. Vielleicht soll ich das nicht hier, sondern dort machen. Und dann wisst ihr Bescheid. Ich glaube, auf der Suche nach Samyang ist der Ali immer ganz, ganz gut drauf. Pyrodampfer auf jeden Fall 100%. Krüppuck auch. Richtig seltenes 100er, obwohl mittlerweile gibt es das aus den Quests. Questen kann man ja an sich ganz gut, ja. Als das vorher nur im Feldforschungsdurchbruch war, man das durch einen Tausch bekommen hat als 100er, war das einfach richtig brutal. Jetzt ist es immer noch ein seltenes 100er. Trotzdem, Dabi, Ferrader Mittwoch, Shiny Ditto, hier, Shiny Pikachu, dann haben wir Tiso. Hab heute ausgemistet und das entdeckt, ob das was ist, Ferrader Mittwoch, Diver, ja. Diver hier, Diver Tiso mit 100% Zarude. Jetzt verstehe ich auch die Leute, wieso so viele momentan mit Zarude laufen, wenn es doch garantierte XL-Bonbons gibt bei dem Laufen mit dem Buddy. Wenn ich einen 100er hätte, würde ich das auch in Angriff nehmen und versuchen, das komplett hochzuziehen auf Level 50. Habe ich aber nicht. Aber das würde ich schon machen. Das finde ich cool. Und bei Dabi auch, der hat so viele Sachen noch geschickt in der Übersicht, wo dann gleich 1000 Sachen drauf waren. Das war mir zu viel Kleinkram, deswegen habe ich immer nur so Einzelbilder jetzt versucht mit rein. Schnitzelmann, erlöstes 100er Blutzug, kostümiertes Plinfer 100, ja. Mann, Zwirrlicht 100, Schnitzelmann auch mitgenommen. Dann haben wir hier Ice Scorpions, das kam unerwartet, ja. Wie Corona. Das kam unerwartet hier, Shiny Bidiza, Shiny Plinfer noch mitgenommen. Andy Project, fehlt noch das Shiny, auch hier 100% trifft Zeppli, Leon Petzold, Shiny Nebulak, Drachek, das passiert, wenn man XL-Bonbons haben möchte, man gönnt sich einfach ein 100er Dratini, was für Raider Mittwoch, Yoda Meister. Och Adi, was für Raider Mittwoch, Yoda Meister. Yoda Meister, eigentlich müsste die Adi Edition sein. Yoda Meister mit dem 100% Shiny Ditto. Das müsste doch jetzt der Schocker der Woche sein, oder?
Jetzt haben wir schon dreimal den Schocker der Woche gehabt. Lost Lift noch 29 Checks, ein Shiny Weberak, fehlt noch eins, mag niemals. Ich wollte dir zeigen, dass Raupi auch mein Lieblings-Pokémon ist. Der hat ein 100er Raupi, 100er Safcon, 100er Smetbo, alle sind Best Buddies. Und dann hat er noch ein paar Shinies hier dabei und kostümierte Shinies. Und bei dem sieht es auch richtig schön aus, richtig tolle Sammlung. Grüße gehen raus an den Mark niemals. Tom Reisch, oh mein Gott. Ist wahrscheinlich zu spät für die Highlights der Woche, aber vielleicht kannst du das ja irgendwie für nächste Woche packen. 100% Shiny Lucky Tauros. Also kein Hundo, kein Lundo, kein Schundo, sondern ein Schlundo. Das wäre auch was für den Schocker der Woche. Oh mein Gott. Aber ich habe trotzdem einen anderen für euch. Aber guckt euch das an. Das sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Tauros an sich ist aber nicht unbedingt das stärkste, heftigste Pokémon, den man so viel machen kann. Shiny Ditto aus dem Nebulak bekommen, Burkhardt da noch mitgenommen, Jay. Gengar wollte auch mal zuschauen, ja, setzt sich einfach an den Rand, schaut zu, wieso nicht. Heigo, how you look when you still play Pokémon as an adult? Ja, als Erwachsener noch Pokémon spielen, sieht eigentlich ganz vernünftig aus, oder? Sollte ihm auch öfters eine Kappe aufsetzen. Heiko hat jetzt auch zwei bebeinte Giratina als 100er und ein fliegendes. Lennart, 100% Galamakabaya. Lennart mit dem Taubsi, was er, glaube ich, mit dem Gotch, also mit dem Go Plus geklickert hat, hat es dann direkt auch auf 40 gezogen. Ne? Lennart hier erlöst es Pionscora, 100% hier Shiny Kramurks mitgenommen. Benjamin, 98er Krypto Pupita. Auf dem zweiten Account freut man sich trotzdem. Heftiges Biest. Ich habe auch viele Sachen jetzt rausgelassen, die 100er werden würden und mich nicht so angefixt haben. Aber das fand ich cool, denn das ist immer noch ein richtig krasses Pokémon. Dann haben wir Benjamin Engel in seinem Duo-Raid. Duo gegen Cresselia. Ach, gegen Giratina mit 7 Sekunden Restzeit. Glückwunsch. Gangster Pikachu. Wildes 100% Apollo genauso gefangen. Dann 100% Molly Morba, wildes Shiny Bieber zu Hause. Hab ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Julche zeigt uns, so machen die Feis Urlaub. Grüße vom Saunestadel. Leider kein Shiny. Alles trifft Zeppli Raids. Guckt euch das an. Wer möchte sich damit dazu gesellen? Und Julche noch Liverpool Spezialforschung. Bei Julchen Meister und Drachenfee abgeholt, ist wohl garantiert. Jetzt habe ich mich da im Stream gefreut, dass ich da ein Shiny Lambi bekommen habe aus der Forschung, bin übelst abgegangen. Aber wahrscheinlich war das garantiert, denn wenn sie auf 3 Accounts auch eins bekommen hat, müsste man mal Sabrina fragen, ob das garantiert war. Die kennt sich aus, die hat die News und vor allem hat die auch ein Ticket gehabt als Niantic Partner. Bobamo auch sein Duo-Raid mit 8 Sekunden. Hier nochmal der Duo, war zwar sehr knapp, sagen wir mal, es war der vierte Versuch. Liebe Grüße, sicherlich was für Raid am Mittwoch. Nehmen wir mal mit rein, können wir natürlich mal zeigen. Da kommt die Sonne raus, da brennt's. Henry Niki, ich wollte einfach nur Danke sagen für die Einladung zum Raid. Hier auch 100% nochmal zum Abschluss. Jetzt kommt es mir so vor, als hätte ich schon das 10. 100%ige von ihm. Das waren die Highlights der Woche. Und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal, haltet euch fest, von Julchen Veilchen, ja. Erstmal muss ich dir noch meinen Bruterfolg der letzten Woche schicken, den ich bei Raider Mittwoch vermisst habe, weil ich es nicht mitgeschickt habe. Und das ist ein 100% Milzer aus Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland, 6.10. 100% gebrütet, Level 20 und das, holy moly, finde ich einfach nur mega krass, mega genial. Die Leute sagen immer, ja, 100er sind nichts mehr wert, Spoofer und sonst was und hin und her. Also ich bin Spoofer, ich habe kein 100er Milzer. Viele andere sind Spoofer und haben kein 100er Milzer. Das ist sozusagen nicht gespooft auf dem Account, also das ist kein erspooftes, das ist ein gebrütetes, das ist geschlüpft aus einem Ei, was in einem Pool drin hängt, dass du Glück haben musst, dass du überhaupt erstmal ein Milzer brütest, dann muss es noch gute IV haben, dann ist es ein 100%iges,
Und auch wenn richtig viele krasse Sachen heute dabei waren, finde ich dieses Milzer, auch wenn es so unschuldig aussieht, so unscheinbar, es ist halt nur ein Hunderter. Das andere waren Lucky Hunderter und Shiny Hunderter und Lucky Shiny Hunderter. Nein, aber dieses Milzer finde ich einfach mega stark. 100% Milzer gebrütet aus einem Ei. Habt ihr schon ein 100% Milzer? Kennt ihr jemanden, der ein 100% Milzer hat? Schreibt's mal rein. Mal gucken, wie viele Leute sagen, dass das selten ist und wie viele Leute sagen, nee, das hat doch jeder. Ja? Also, wenn ihr ein 100% Milzer habt, schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten Glückwunsch natürlich an Julchen. Fette Sache, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend wieder in der Raid Mania. Ich warte wieder auf eure Einladungen. Ich werde wieder ein Glücksei anmachen. Dann gibt's wieder Abschlussraids. Giratina schön verabschieden. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und guckt euch die Braut an. Guckt euch die Braut an. Adi. Adi Schatz. Ah! Adi Schatz, Brautkleid.